Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Banishers Ghosts of New Eden. Wir müssen hier noch ein bisschen was erledigen. Und zwar wollen wir hier diesen Exorzismus durchführen. Dafür bin ich beim letzten Mal zweimal durch die Leere gegangen, was ich nicht hätte tun brauchen. Lag aber daran, dass ich irgendwie mich habe verwirren lassen und die ganze Zeit gedacht habe, ja, wir müssen da Erde holen, also liegt das da irgendwo auf dem Boden. Das hing aber an der Wand. So wie das hier. So was ganz Kleines war das nur. Und das hatte ich nicht beachtet. Ich dachte, dass er die irgendwie mit aufnimmt, die Erde, wenn er dann wieder zurückgeht. War falsch. Also sind wir da zweimal durch. Im zweiten Mal war es schwerer. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein drittes Mal durchgehen würden, und viertes Mal wird es bei jedem Mal halt schwerer. Trainiert natürlich den guten Red und Antea auch. Was jetzt auch nicht schaden kann. Ich habe hier jetzt einfach nur die Idee, dass vielleicht uns jetzt hier der John helfen kann, wenn er noch da ist. Er hatte gesagt, er will seine Sachen packen und gehen. Besser aber. Mal gucken. Guten Tag auch, John. McGrath. John, ich muss den Spiegel vernichten. Abigails Spiegel. Ich weiß, ich verlange viel, aber das Teufelsding ist verflucht. Es führt kein Weg daran vorbei. Könnt ihr mich nicht in Frieden lassen? Habe ich nicht schon genug gelitten? Er hält sich für das einzige Opfer. Ich kenne ein Ritual. Aber ich brauche dafür eine Strähne eures Haars. Mein Haar? Belegt ihr mich etwa mit noch einem Fluch? Welch neues Hexenwerk ist das? Ihr seid von seinem Fluch befreit. Es muss euer Haar sein. Nur so ist es möglich. Verdammt! Hier! Nehmt es und verschwindet endlich. Und kommt bloß nicht wieder. Juhu! Das war den Baum finden. Haare einer Person, die dem Wesen entkommen konnte. Ist es auch. Aber der Spiegel muss zerbrochen werden. Es hieß im Düsterwald. Waren wir da schon? Oder waren wir da noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe die Markierung für die Hütte gesehen. Oh, wir können was verbessern. So, und jetzt gucke ich nochmal hier die Klamotten. Da sind 29. Hier, na gut, okay, es ist doch in Ordnung, das Ding, was wir da anhaben. Das ist ein bisschen komisch aussieht. Ach Quatsch, ich wollte doch reisen. Jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht und bin eine zu weit zurückgegangen. So, was ist das? Da ist die Hütte. Gehen wir erstmal zur Hütte. Dann haben wir das auch abgehakt. Und dann brauchen wir immer noch den Wald. Ich glaube, wir sind sogar schon mal an dieser Hütte vorbeigekommen. Oder sogar vielleicht reingegangen. Hier stehen ja so einige einzelne Hütten rum.
Da sieht man ja schon ein paar Geisterchen warten. Glück aber erst Blumen. Ich hab hier was für dich. Du wirst anvisiert, Red. Ja. Das können wir auch noch einsammeln. Ach, die Hütte soll hier sein. Ja, dann gucken wir mal. Das ist so eine Hütte, würde ja hoffentlich nicht so sehr... Da ist eine Hütte. Gucken, ob die noch im Suchgebiet ist. Die wird ja hoffentlich nicht so schwer zu finden sein, wollte ich gerade sagen. Nicht so wie die Erde. Mit der Haarlocke ging es ja dann auch. Den Baum müssen wir noch finden. Na gut, erstmal kriecht hier was aus dem Boden. Schauen wir mal, ob das die Hütte ist. Na, wie toll. Die hat noch einen Ausgang. Es war also nicht diese Hütte. Halt. Da ist ja noch was zu mitnehmen. Wo soll denn hier dann noch eine Hütte sein? Oder ist die vielleicht zusammengestürzt? Hier sind so ein paar. Wagen und so, die hier rumstehen. Hast du das gespürt? Es ist nah. Aber was? Und Wolf. Ich stehe bereit. Wo ist das Dunkel da in der Höhle? Wo ist die Hütte? Ich dachte, oh toll, eine Hütte, da sehe ich eine. Und dann ich ist sie das gar etwas nicht. Aus der Spektralwelt in der Nähe. Das ist ja doch wieder so ein mega großes Suchgebiet. Da sind wir jetzt raus, okay. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Wo könnte hier noch so eine Hütte sein? Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Okay, hier sind wir wieder weg aus dem Suchgebiet.
Oder müssen wir erst in den Wald? Nee, jetzt auch nicht ausgeschlossen, ne? Dass man erst in den Wald muss, um alle Zutaten zu haben. Können wir uns ja mal im Hinterkopf lassen. Moment. Behalten den Gedanken, meine ich. Da geht's dorthin. Ich will eigentlich zurück. Aber wo war dieser Wald? Vielleicht passiert ja was, ne? Wenn ich alle Zutaten habe, dass er dann auf einmal das Buch findet. So, hier ist das mit der Hütte. Die ist uns angezeigt. Da ist New Eden. Hier sind die Ecken. Kann natürlich sein, dass wir da noch nicht waren. Und deshalb gar nicht erst weiterkommen im Moment. Weiß jetzt nicht, ob man inwiefern man das hier ringsherum noch freischalten wird. Aber hier waren wir halt schon in der Gegend und deshalb sagt es uns auch, jo, da kannst du. Da ist eine Rettungsmission. Ich würde sagen, wir reisen erstmal weiter. Vielleicht können wir den Düsterwald irgendwann freischalten und dann können wir zu dem Baum. Sowas mache ich eigentlich ungern, wenn ich es jetzt angefangen habe, aber ja, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Darum gehe ich jetzt zu dem, ne, da oben, Eskel. War das Eskel? Naja, ihr wisst, wen ich meine. Ne, hier ist er nicht. Ich sollte einfach die Aufgabe vielleicht auswählen, dann wird es auch einfacher. Und dann sollte ich aufhören, hier irgendwelche Sachen markiert zu haben, die mich dann auch nur ärgern auf der Karte. Ach, da kann man ja noch dicht daran. Das war vielleicht mein Fehler. Mount Pleasant. Das sieht hier alles halt nach Wald aus, ne? Wasserfall.
Wir müssen uns später darum kümmern. Jetzt gehen wir hier erstmal kurz weiter in der Hauptstory. Vielleicht gar nicht verkehrt. Sonst verliere ich mich hier in diesen ganzen Nebenquests. Manche Sachen kann man ja tatsächlich nebenbei machen. Gouverneur. Kann ich euch helfen, Mr. McGrath? Ich muss zugeben, dass dieser Fall höchst ungewöhnlich ist. Ja, aber konntet ihr ihn lösen? Ich vermute es. Der Täter war jedoch nicht für die Seuche verantwortlich. Zumindest nicht direkt. Habt ihr die Hexe gefunden oder habt ihr nicht? Jemand hat mit schwarzer Magie herumgespielt. Und ich weiß auch, wer es war. Und? Auf was wartet ihr dann? Wollt ihr den Namen nicht hören? Nicht nötig. Hauptsache, ihr bringt die Sache zu Ende. Nein, nicht wirklich. Es geht um Lamentation Haskell. Nein, das kann nicht sein. Mein Sohn ist ein eifriger Schüler. Neugierig, manchmal etwas zu neugierig, aber in ihm befindet sich nicht der Hauch eines Übels. Er zeigte Caleb Watson ein Ritual. Der Schuster führte es durch und etwas hat von seinem Körper Besitz ergriffen. Selbst wenn es wahr ist, heißt das nur, dass mein Sohn korrumpiert wurde. Nicht zum ersten Mal. Bringt mir Beweise, Verbanner. Findet das wahre Böse. Seit wann benötigt der Gouverneur Beweise? Ich werde sie euch liefern, dessen könnt ihr euch sicher sein. Ich muss euren Sohn finden, Gouverneur. Besser früher als später. Seine Interessen führen ihn an die entlegensten Orte. Wenn er nicht hier ist, ist er sicher im Umland unterwegs. Dort arbeitet er an einem der verlassenen Häuser. Als die Krankheit ausbrach, befahl ich, sie zu räumen. Hier, das ist der Schlüssel für das Tor. Begebt euch dorthin und überzeugt euch selbst. Ihr irrt euch in ihm. Ihr irrt euch in meinem Sohn. Natürlich vertraue ich in dieser Sache auf eure Diskretion. So, machen wir erstmal wirklich das und hoffen, dass wir dann auf den Wald stoßen, in dem es diesen Baum gibt. Verurteilt hat er immer schnell, bis sein eigener Sohn das Opfer war. Wen beschützt er wirklich? Wir bringen ihm die Beweise, die er haben will. Wenn der Junge Schuld trägt, kann ihn sein Vater womöglich nicht länger beschützen. So, jetzt ist sie wieder bei uns, die gute Antea. Die haben ja hier diese ganzen blöden Geisterdinger aufgestellt. Habe ich das kaputt gemacht, aber wofür? Verflucht! Was war hier los? Von dort unten dringt etwas nach oben. Kein Wunder, dass das ein verbotener Ort ist. Okay, jetzt könnten wir hier so rüber. Steht der da hinter den Kisten auf? Da ist noch einer.
Und da haben wir wieder dieses Lemmys Versteck muss an einem dieser Orte sein. Also, wir haben hier eine. Da ist das. Da ist was. Das Herz ist dein, die Wurzeln sind mein. Könnten nur zwei sein. Versuchen wir es erstmal. Nee, es sind drei. Es sind drei. Das ist das dritte. Ja, okay. Ich muss zugeben, dass mir die Zielübungen gefallen. Als ob du die nötig hättest. Aber bevor wir da reingehen, gehe ich in das andere Haus. Wir sind nur erstmal die lästigen Wurzeln los. Lemmy? Seid ihr hier? Ach, der soll sogar da drin sein, okay. Vielleicht. Er hat Botanik studiert. Warum Botanik? Um diese lästigen Pflanzen zu züchten. Die Schnitte sind sauber. Fachmännisch ausgeführt. Hier ist Magie am Werk, wenn auch kaum wahrnehmbar. Mein lieber Lemmy, wie immer hat es mir große Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Dein Enthusiasmus und dein scharfer Verstand sind eine wahre Freude. Du erinnerst mich an mich selbst. Als ich in deinem Alter war, so erpicht darauf, mehr über die größten Mysterien unserer Welt in Erfahrung zu bringen, ja aller Welten sogar. Ich wünschte nur, ich hätte noch länger bleiben können, aber ich muss nach Providence zurückkehren. Bis dahin möchte ich dir einige meiner Notizen hinterlassen, um deinen Durst für eine Weile zu stillen. Hier sind die bescheidenen Ergebnisse meiner Nachforschung, die ich über die Jahre und mit viel Geduld sammeln konnte. Ich denke, wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir nahezu nichts über das schreckliche Aralu wissen, das nur in den allerwenigsten Schriftstücken überhaupt Erwähnung findet. Ist es die mythologische Hölle, in die sich nur die Wagemutigsten vorgewagt haben und auch wieder zurückgekehrt sind? Sind all diese beinahe schon in Vergessenheit geratenen Geschichten Teil einer verborgenen und vergessenen Wahrheit? Wahrlich, ich weiß es nicht. Doch eins solltest du wissen, mein lieber Lemmy. Du und ich, wir sind wie Orpheus, dazu bereit, das verbotene Gewässer zu überqueren, um die einzige Geliebte zurückzubringen, die uns wirklich etwas bedeutet. Wissen. Ah, diese unbekannten Lande zu kartografieren, die Schwelle zu durchschreiten und mutig durch die verbotenen Wüsten und eisigen Flüsse zu wandern, über die nur die wahnsinnigsten aller Poeten sich zu schreiben trauten, zu sehen, was sich dahinter verbirgt und zurückzukehren, um weiter davon zu träumen. Welch Nervenkitzel, mein junger Freund. Welch hehres Ziel. Wäre ich doch nur jünger, so wie du, dann würde ich dich sofort auf dieser unbeschreiblichen Reise begleiten. Aber fürs Erste kann ich dir nur raten, vorsichtig zu sein. Ja, die Wand zwischen unserer Welt und der anderen Seite ist in New Eden dünner. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es einfacher sein wird, hinüberzugehen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es einige bereits dort versucht haben. Mickrige schwarze Zauberer und erbärmliche Hexen. Vielleicht ist die Wand deswegen so dünn. Vielleicht wandeln die Toten deshalb dort so einfach in der Welt der Lebenden. Wer kann es schon mit Sicherheit sagen? Letzte Woche, als ich auf eigene Faust Untersuchungen angestrebt habe, konnte ich ohne Zweifel äußerst merkwürdige Schwingungen aus einer alten Mühle wahrnehmen, die sich an einer Klippe am Meer befindet. Ein ziemlich unheimlicher Ort, wenn du mich fragst. Solltest du weiter nach einer Möglichkeit suchen wollen, zum mythischen Aralu zu gelangen, bevor wir uns wiedersehen, wäre das sicherlich ein guter Ort, damit zu beginnen. Triff jedoch unbedingt die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, mein lieber Junge. Mein altes Herz würde es nicht verkraften, einen weiteren vielversprechenden und geschätzten Kollegen zu verlieren. Bis zu unserem nächsten Treffen rate ich dir, niemandem davon zu erzählen.
Deine Freunde dort mögen vom Herrn gesegnet und liebenswerte Menschen sein, doch die meisten von ihnen würden dieses Wissen, das du und ich so freudig miteinander teilen, als etwas Böses betrachten. Aralu, sagt dir das was? Überhaupt nichts. Er sprach von einer alten Mühle, wirkte unheimlich fasziniert davon. Ist das die Mühle, die wir schon gesehen haben? Ich glaube schon. Die wir schon so zum Teil erkundet haben. So. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Da war die woanders. Den Schlüssel finden. Da ist noch was. Da ist er. Das war ja einfach. Das Spiel lässt uns nicht raus, solange wir nicht diesen Schlüssel gefunden haben. Nichts Verdächtiges. Noch nicht. Denk dran, was wir bei Caleb Watson gefunden haben. Vielleicht suchen wir nicht am richtigen Fleck. Wenn ich was verstecken wollte, würde ich es vielleicht in einer verlassenen Mühle lagern. Ich kann das nicht kaputt machen. Doch, jetzt schon. Es war nur das Schloss vor der Tür. So, na gut. So, aber ich möchte auch noch in diese Hütte, die ich gerade so eifrig bekämpft habe. Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Ja, wir sorgen ja schon dafür, dass hier was entfernt wird, was dich daran erinnert, meine Liebe, an Thea. Wir müssen es nur erstmal finden. Papier. Kein Geisterschutz mehr. Danke. Und noch mehr Moos. Hier scheint irgendwas zu sein. Oder ist es nur wegen dem da hinten? Hey, jetzt verlieren wir uns hier schon wieder im Weg. Nimm jetzt mal nicht die Tür. Habe ich gerade was leuchten sehen? Ja. Na, in der Geschwindigkeit gebremst hier, ist nicht mit einem Schwung so wusch einmal über die Ecke, über die Kante gesprungen. So, dann zwängen wir uns mal hier durch. So, die Brücke hatten wir ja auch schon runtergelassen. Ach, ich merke, wir waren schon lange nicht mehr in dieser Gegend. Was springt denn da runter? Denke, ihr könnt das mit einem Geist aufnehmen? Mit der Sense? Die Sensenfrau. Du solltest von dort verschwinden. Ich stehe auf. Oder so ein großer. Etwas verweilt jetzt vorher nicht. Wir sind nicht allein. Ja, sehen wir doch, was wir nicht allein sind. So, Thea. So, das Offensichtliche ausspricht. Wenn der einmal so Schwung geholt hat, dann muss man echt warten, bis der mal kurz Pause macht. Ich bin bereit. Wenn hier ständig einer übergekugelt. Was ist er jetzt? Achtung! Nee, 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 das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Du bist Ding. Haben wir ein paar übersehen? Der Schemen sucht nach einem Körper. Oh, schon wieder? Da hinten.
solltest von dort verschwinden. Immer noch nicht. Da ist noch einer. Hau ab! Warum eine Mühle? Sie liegt außerhalb des Dorfs. Perfekt für seine Forschung. Perfekt, um Geheimnisse zu hüten. Er ist jedenfalls nicht zum Spaß hier, so viel steht fest. Okay, mit diesem Kampf haben wir gerade irgendeinen Angriff, irgendeine Aktivität gestartet, die ich jetzt aber nicht starten werde. Denn wir ruhen uns hier an dieser Stelle kurz aus und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Tschüssi.